Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ich wollte gerade gesagt haben, der Pony Doomsday. Close enough, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Goodbye, der Pony. So, hier waren wir dran, wir müssen die Stöpsel loswerden. Wir haben aber noch nicht alles erkundet, wenn ich mich recht erinnere. Komm mal mit, Goli. Hier war nämlich noch ein Weg, da erinnere ich mich dran. Dann schauen wir doch mal, wo es da lang geht. Ja, Goli geht vor. Super. Du spinnst, Rolfi. Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden ja sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Eine ideale Stelle für ein Nachtlager. Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht, es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Bittchen Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hat. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Die Greifwerkzeuge und die langen Beine. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Sie wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also, das ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey, meckerkatze24.de. Okay, ich glaube aber immer noch nicht, dass wir hier weiterkommen. Hier kommen wir auch nicht weiter, also müssen wir doch erstmal zu ihm. Wen haben wir denn hier? Hallo, Teigtaschenfrau. Hallo. Hallo. War das alles? Einfach nur Hallo? Was willst du hören, ha? Willkommen im Teigtaschenparadies. Ist das Schild vielleicht zu dezent? Geht noch. Was verkaufst du hier? Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Für mich sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow. Gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast, hm? Gibt es irgendwelche Sonderangebote? Gibt's irgendwelche Sonderangebote? Ich habe hier Teigtaschen für 1 Slotti 25. Wenn dir das nicht besonders genug ist, solltest du irgendwo hingehen, wo sie blinkende Schilder haben, auf denen Sonderangebot steht. Aber rechne damit, dass die Teigtaschen dort teurer sind. Weil Schilder nämlich nicht umsonst anfangen zu blinken. 4 Teigtaschen bitte? 4 Teigtaschen bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt. Du hattest eine Aushilfe? Ja, keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso? Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Kennst du den Weg zum geheimen Rebellenlager? Kennst du den Weg zum geheimen Rebellenlager? Einfach hinter mir die Straße runter. Und das verrätst du mir einfach so? Was, wenn ich ein Spion des Organon wäre? Tja, man kann eben nie für alle Fälle vorplanen. Du könntest genauso gut ein mutierter Grippevirus sein. In dem Fall hätte ich gar nicht mit dir sprechen sollen. Du
Du suchst eine Aushilfe? Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Für mich dann erstmal gar nichts. Für mich erstmal gar nichts. Gute Wahl. Davon gibt's ja reichlich. Und auch ohne Mängel, ne? Gehen wir mal hier hin. Ich sage ja nur, dass ich es unpassend finde, dass Sie Ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Mein Sortiment besteht aus hochkarätigen Produkten. Und mit Verlaub, Ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Fassade zwischen unseren Geschäften zerstört hat, hat sich mein Umsatz verdreifacht. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das... Ach, vergessen Sie es. Schon geschehen. Okay. Kannst du meinen Schrank? Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Okay, ich weiß mal, hier können wir die ärztliche Überweisung verwenden. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja. Das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Oh, einfach Gott. Nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut. Beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. So. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Na klar, es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp, aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Batsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihren Freund gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja, aber natürlich. Das würde zu ihm passen. Außen Störtebeker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten, das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Er, wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal, ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Sorry. Okay, eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein. Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, ne, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha.
Sehr dezent ausgedrückt, aber ich habe da nochmal was. Mich quälen Versagensängste. Mich quälen Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun. Und so wenig Zeit. Und mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Das Schlimmste ist aber, ich war tot. Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Schön. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Aha. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Oh nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Ich glaube, dann kommen wir wieder zurück. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenhalmer? Es ist ein Assoziationsspiel mit Karten. Ein Kartenspiel? Sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay, dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis! Ich meine, los geht's! Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Was erkennen Sie hierauf? Eine bezaubernde Funkelelfe. Bitte was? Na, eine Funkelelfe. Wie im Märchen. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur, die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden eine Funkelelfe nicht mal erkennen, wenn sie ihnen in den Hintern stiege. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite Mann des Jahres. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So. Das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Okay. Hier unten ist Barry. Barry, da ist jemand an der Tür!
Ich hab's gehört. Scheuch ihn weg. Ich brauche Ruhe für die Cover-Story. Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte. Ja, ich weiß. Psst. Rufus, komm rein. Aber bitte ganz leise, ja? Ich bezweifle, dass wir hier momentan weiterkommen. Ich glaube, da brauchen wir irgendwie Antworten von Boso. Hey, Barry, warum so traurig? Ach, Rufus, das ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Was Nein. du den Weltuntergang eingebrockt hast, sagen sie. Ach, die sind doch nur neidisch. Ich bin total dufte und das weißt du. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja, das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst dein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Okay, hier ist ein Setzkasten. Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Coverstory ging es um Zentaurin und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.